Sauberkeit ist eine Frage der Definition, oder? Manche behaupten sogar, dass es eine Frage der Kultur und Mentalität ist. Andere Länder, andere Sitten. Ich habe von Südamerikanern gehört, dass wir Deutsche sehr unhygienisch sind. Beim Nachfragen, wie sie darauf kämen, meinten sie zu mir, in der Bäckerei fasst die Verkäuferin bei euch das frisch gebackene Brot und das schmutzige Geld mit der gleichen Hand an. Das würde bei uns nie passieren. Entweder sind es zwei verschiedene Personen oder die Verkäuferin zieht sich die Handschuhe beim Geldzählen aus. Das hat mir zu denken gegeben. Ich bin zwar nicht überpenibel, aber ich kann mich schon sehr schnell ekeln, wenn etwas nicht richtig sauber ist. Doch Schmutz und Dreck ist nicht per se schlecht. Salomo rät seinem Sohn, so lesen wir im Buch der Sprüche, sich nicht darüber aufzuregen, wenn etwas schmutzig ist. Der Schmutz zeigt uns, dass es Leben gibt. Wir lesen nämlich im Buch der Sprüche, Kapitel 14, Vers 4, wo keine Rinder sind, da ist die Krippe leer oder sauber. Aber die Kraft des Ochsen bringt den reichen Ertrag. Zunächst habe ich beim Lesen dieses Verses gedacht, das hat mit meiner Lebenswirklichkeit nun wirklich nichts zu tun. Bis auf ein kleines Zwergkaninchen, das meiner Tochter gehört, haben wir keine Haustiere. Doch dann habe ich das Prinzip von Salomo in diesem Vers entdeckt und das lässt sich auf viele Lebenssituationen übertragen. Deshalb heißt der 42. Tipp fürs Leben: Such nicht den sauberen Stall. Salomo beschreibt den Lebensalltag eines Bauern. Wer keine Tiere hat, hat einen sauberen Stall, aber dann hat er auch keinen Profit. Deshalb kann es ja auch im Stall nicht darum gehen, dass er Hauptsache sauber bleibt. Such nicht den sauberen Stall, sondern erstens investiere. Der Bauer schafft sich die Tiere an. Er bezahlt für sie. Er füttert sie. Er weiß, warum er das tut. Es kostet ihn zunächst ein Vermögen. Aber wenn er die Tiere nicht hat, dann ist der Stall zwar sauber, aber der Profit und der Gewinn, den hat er dann auch nicht. Wer heute ein Auto kauft, der muss tanken. Wer ein Haus baut, muss Geld in die Hand nehmen und zunächst investieren. Das sind Binsenwahrheiten. Aber wie wäre es, wenn wir diese Wahrheit auf unser Leben mit Gott und auf unser Leben in der Gemeinde übertragen? Such nicht den sauberen Stall, sondern investiere dich. Wenn du Gott kennenlernen willst, dann musst du deine Zeit in Bibelstudium und Gebet investieren. Die Gemeinde wird nur funktionieren, wenn wir uns alle mit unseren Kräften und Gaben investieren. Sich einfach nur zurücklehnen und zuschauen ist keine Option. Wenn das alle machen, dann ist die Gemeinde leer, vielleicht auch sauber, aber dann passiert auch nichts. Es werden keine Menschen mit dem Evangelium erreicht. Es gibt keine Veranstaltung, kein Gemeindeleben. Das Gleiche gilt auch für deine Familie und Ehe. Für eine schlechte Ehe muss man nichts tun, die kommt von alleine. Für eine gute Ehe und Familie muss man sich investieren. Ärmel hochkrempeln und anpacken. Das ist die Botschaft von Salomo an uns heute. Such nicht den sauberen Stall, investier dich. Zweitens, akzeptiere. Such nicht den sauberen Stall, akzeptiere es. Der Bauer muss damit leben, dass er regelmäßig den Mist rausbringt. Klar, der Stall bliebe sauber, wenn er keine Tiere darin hätte, aber er weiß, warum er es akzeptiert, dass der Stall immer wieder schmutzig wird. Er will von seinen Tieren profitieren, deshalb muss er den Mist akzeptieren. Es ist im Leben zu kurz gedacht, wenn wir nur darauf aus sind, dass alles sauber und ordentlich bleibt. Geschirr wird nicht schmutzig, wenn ich es nicht benutze, aber dafür ist Geschirr da. Wäsche wird nicht schmutzig, wenn ich sie nicht benutze, aber dafür ist sie da. Wir sagen im Deutschen auch, wo gehobelt wird, da fallen Späne. Wer ein Haus baut, muss eine schmutzige Baustelle in Kauf nehmen. Such nicht den sauberen Stall oder sollten wir sagen, die saubere Werkstatt. Und wieder lässt sich das auf unser Leben übertragen. Gemeinde Jesu ist kein Architektenbüro, sondern es ist eine Baustelle. Jesus hat gesagt, ich will meine Gemeinde bauen. Ich war vor einigen Jahren am Grab von Ruth Graham. Sie war die Ehefrau des berühmten Evangelisten Billy Graham. Ich war von ihrem Grabstein fasziniert. Da steht in Englisch, Ende der Baustelle, danke für Ihre Geduld. Niemand von uns ist vollkommen. Wir sind alle fehlerhafte Menschen. Deshalb gibt es nicht die perfekte Gemeinde. Ich sage manchmal scherzhaft, wenn du die perfekte Gemeinde gefunden hast, dann bitte tritt ihr nicht bei, denn dann wäre sie nicht mehr perfekt. Wir tun manchmal in der Gemeinde so, als würden nur die anderen Fehler machen. Aber Jesus lehrt uns, zieh erst den Balken aus deinem Augen, bevor du einen Splitter beim anderen suchst. Auch dein Ehepartner ist nicht perfekt, deine Kinder sind nicht perfekt. Deine Nachbarn, Arbeitskollegen und Freunde sind nicht perfekt. Sie sind genauso wenig wie du und ich perfekt. Akzeptiere es, dass Fehler geschehen, eingesehen und natürlich auch behoben werden müssen. Ich habe nicht gesagt, dass der Mist nicht entsorgt werden muss. Wenn wir so mit uns und anderen umgehen, dann wird uns ganz vieles gelingen. Deshalb suche nicht den sauberen Stall, sondern akzeptiere es. Und drittens, such nicht den sauberen Stall, profitiere. Hier heißt es bei Salomo, aber die Kraft des Ochsen bringt reichen Ertrag.
Ich habe mir mal die Mühe gemacht, nachzulesen, warum hier Ochsen und nicht Pferde bevorzugt wurden. Sie sind nicht nur stärker als die Pferde, sondern auch beim Füttern genügsamer. Sie sind auch nicht so anfällig für Krankheiten und am Ende schmecken sie sogar noch. Denken wir nur an die leckeren Steaks. Entschuldigung an alle Vegetarier hier. Aber das ist das, was hier im Text gemeint ist. Wer investiert und akzeptiert, wird am Ende profitieren. Das gilt nicht nur für den Bauer, das ist ein Lebensprinzip. Was Gott bestellt, das bezahlt er auch. Gott wird jeden Einsatz belohnen. Unser Schatz im Himmel wird jetzt angelegt. Du kannst damit nie zu früh anfangen. Investier dich in Gottes Reich, in den Bau seiner Gemeinde. Investier dich in Menschen, in deinen Ehepartner, deine Kinder, deine Freunde. Akzeptiere die Umstände. Umstände, Fehler und Probleme und du wirst eines Tages profitieren. Jesus hat zu Petrus eines Tages gesagt, wer um meines Namens willen etwas aufgibt, wird hundertfach belohnt werden und das ewige Leben ererben. Wir verdienen uns den Himmel nicht, den bekommen wir geschenkt, aber der Lohn im Himmel ist garantiert. Deshalb such nicht den sauberen Stall. Investiere, akzeptiere und du wirst spätestens bei Gott in der Ewigkeit profitieren. Nicht selten, aber werden wir schon hier auf Erden belohnt. Deshalb suche nicht den sauberen Stall.